an dem Tent. Ich nutze irgendwie mein Hochhaus gar nicht, weiß auch nicht warum. Hast du auch den Bug, dass wenn du irgendwo was anbaust, dass, also so hohe Plattform oder so, dass dann die Bäume verschwinden? Ich weiß nicht. Wir müssen jetzt hier sowieso erstmal schauen. Wollen wir vielleicht mal Aufnahmepause oder irgendwie sowas? Nein. Fuck! Wieso, was hast du denn für ein Problem? Ich bin jetzt hier nämlich auch zum Glück in diese Höhle aus Versehen reingesteppt und dachte schon, das hat ganz kurz geladen und dann war alles dunkel und da dachte ich schon so, Hilfe! Aber warum willst du dann auch noch was machen? Also, nee, ich würde hier mal was essen und noch ein paar Sachen klären und wo ist mein Holzschlitten jetzt hin? Na, du könntest ja dann eventuell nachher wieder zustoßen, weil ich muss ja noch anderes aufnehmen. Ich würde heute noch auf Inside Mine gehen. Deswegen. Okay, meine Freunde. So, ja. Wir nutzen jetzt mal. Dann verabschiede ich mich erstmal wieder und dann eventuell später. Alles klar, bis später, lieber Wolke. Na? So. Ich sag euch gleich, ich weiß nicht, was uns hier drinnen erwartet. Tschüss. Tschüss. Ich hab echt gerade ein bisschen Schiss, muss ich gestehen. Ich weiß nicht, was für Viecher hier drinne sind. Feuer unter Wasser ergibt auch Sinn. Alter, ich... Die Mucke dazu vor allem. Hier wird die Höhle jetzt anscheinend ein bisschen breiter. Alter, die Taschenlampe jedes Mal ausmachen. Alter, die Dings. Ich könnte die Taschenlampe nehmen, ich habe bloß Angst. Wenn ich die Taschenlampe nehme. Was ist das denn? Dass ich gesehen werde zu schnell. Alter, ich hab mega Schiss gerade. Ach, ich lauf schon die ganze Zeit, okay. Ich habe ehrlich gesagt eigentlich keinen Bock, diesem Oktopodenfieder zu begegnen. Also, nee, sorry, das tut mir leid, also wir machen das später mal mit der Höhle. Es ist mir jetzt echt ein bisschen zu risky, hier reinzurennen. Da würde ich mich echt gerne oben mal ein bisschen vorher ausbauen, bevor wir das unternehmen, diese Aktion hier. Da gehen wir auf jeden Fall später nochmal rein. Ich will gerade hier ein bisschen gucken, dass ich hier nicht irgendwo davor renne. Wir kommen auch wieder raus. Wie steil das einfach nach oben geht. Ich glaube, es begegnet sich auf dem Weg nichts, aber ich glaube eher nicht. Ich versuche auch in die Kamera reinzuschauen immer. Ich glaube, wir sind... okay, das ist Ende der Höhle. So. So. Und wieder nach draußen. Also, boah, ey, Alter.
What the fuck, was für ein Ding? Wir gehen da auf jeden Fall später nochmal hin, aber jetzt gehe ich erstmal nach Hause, weil es wird gerade dunkel. Und... Ne, ich gehe nicht nach Hause. Ich gehe nicht nach Hause. Ich gehe jetzt den Strand entlang. Wir sollten eigentlich nichts zu befürchten haben. Ich versuche jetzt schnell die Koffer zu finden, damit wir ein bisschen Nahrung finden, also das Energieriegel. Und dann versuchen wir mal uns ein paar Federn zu holen, weil die mangelt jetzt natürlich noch ein bisschen bei uns. Weil wir die halt gerade von eben nicht mehr haben. Seht ihr das da drüben? Oder sehe nur ich das? Ach, ist der Mond. Ja, ist jetzt auch ein Mond. Es ist echt, wie gesagt, also die Kamera ist ein bisschen hoch für mich, also die ist ungefähr auf meiner Kopfhörer, aber ich gucke immer so selten halt da hoch, deswegen gucke ich da auch so komisch, unkomisch rein. So, mal gucken hier. Ich würde echt, mal kurz Nasio. Hier nehmen wir mal den Alkohol mit, wenn wir aus Bomben bauen können, nehme ich den natürlich immer mit. Aber Uhren sind dann halt wichtiger, ne? Diese... Nein, 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 nein. Ach, Mann. Stimmt's auch. Ach, der schlägt aber auch immer. Das ist doch zum Kotzen. Der schlägt einfach daneben. Naja, egal. So. Schlag ruhig nochmal, passt schon. Federn! Federn, Federn, Federn! Okay, sehr schön. Da haben wir die Federn eingesammelt. 4 Stück klingt gut. So. Da haben wir auch einen schnelleren Schläger und ich... Boah. Federn! Federn, Federn, Federn. Federn, Federn, Federn. Federn, Federn. Lande. Federn. Irgendwo Federn? Nee, irgendwie nicht. Haben wir nochmal 4 Stück, okay. Die Bögen finde ich jetzt, die Pfeile finde ich jetzt sowieso nicht so prickelnd, muss ich gestehen. Darum lasse ich das mal und jetzt ist ja... Oh, was ist denn hier los? Die Damen schlage ich mal kaputt, bevor hier die Leute kommen, um sich daran zu laben. Dann haben wir hier nochmal 6 Zähne, die kann ich nochmal alle nutzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und der und... Oh, durch! Oh, durch! Sehr schön. Dann habe ich die ganze Zeit falsch Taste gedrückt. Machen wir uns mal hier. Ich weiß ja doch nicht. Das Problem, was ich jetzt hatte in der Höhle, war folgendes, dass ich nicht weiß, man kann diesen achtarmigen Typen. Haben wir ganz kurz ein. Ich habe keine Sticks. Na. Man kann diesen achtarmigen Typen zwar mit Bomben töten, was aber nicht heißt, dass man die Bomben so gut werfen kann. Wenn man die zum Beispiel so gut werfen kann wie Pfeile, dann könnt ihr euch vorstellen, dass ich da nicht begeistert von bin. Dann heißt es für mich gar nicht, ist es gar nicht garantiert, dass ich den Typen überhaupt treffe. Und ich gehe jetzt mal ganz kurz... mir hier 2 Stöcker holen. Ihr seht schon, ich bin recht fröstelnd gerade. 1 2 und zurück. Wir werden jetzt nass und kalt. Deswegen
schlage ich mir doch mal ein Lagereier auf. Das ist, glaube ich, die intelligentere Idee. Dann können wir ja auch, wenn wir den durchgegessen haben, können wir uns den hier gleich heben, der hier irgendwo noch liegen müsste. Alter, hab ich mich gerade verjagt. Kann ich ganz schnell? Hab ich mich gerade verjagt, Alter. Lurch? Es sind aber auch viele von den Viechern da draußen. Guck mal, da ist schon wieder eins. Ich weiß nicht, was die da draußen machen. Es interessiert mich auch nicht wirklich. Ich gucke mal, was ich mir hier noch gerade craften kann. Wir haben 3 explosive Bomben. Wir haben Molotovs ohne Ende. Könnte ja. Nur mal so angenommen. Ich bräuchte einen Stock. So, wir sammeln mal ganz kurz hier alles auf. Ich weiß auch schon, wo ich den Stock herbekomme. Ich weiß nur nicht, ob ich alleine bin. Es sieht aber stark danach aus. So, gehen wir zurück. Ich hoffe, man hat uns jetzt nicht gehört. Lurch with us. Glück hast du gehabt, mein Kleiner. Doch dies wird dir nicht ein zweites Mal passieren. So. Super. Jetzt sind die wahrscheinlich auch tot, wenn sie hier durchlaufen. Nehme ich jetzt einfach mal an. Weil die wahrscheinlich direkt durch das Vieh durchlaufen würden. Also kloppe ich das Ding hier nochmal, dann kriege ich nochmal Sticks. Menschenkopf. Lecker, lecker, lecker. Und wir watscheln mal den Strand entlang. Und ich guck gerade, ob ich so ein Heimer sehe. Aber irgendwie nicht. Was liegt da? Boah, was ist denn hier? Flares und boah, und Platin und noch eine Flair und krasse Schokolade. Heute ist Weihnachten, meine Freunde. Heute gibt's ordentlich Stuff. Toll. Freut mich. Ich stelle es mir einfach wie Twitch vor. Ich glaube, dann kann ich besser mit der Webcam umgehen, wenn ich es mir wie Twitch vorstelle. Und da habe ich auch Webcam. Dann halt nicht. Oh. Bei Twitch weiß ich ja, dass die Webcam da ist. Hier muss ich mir das erst wieder einreden. Aber das geht, glaube ich, schnell. Wenn ich das 2-3 Mal machen sollte, dann wird da auch recht schnell der Sinn für gefunden. Habt danach sehen, falls ich euch heute noch nicht so oft anlächle. Da ist das Flugzeug. Na gut. Frag mich halt echt, wie das mit den Haien jetzt halt so ist. Was ist das denn? Ich dachte, das ist eine Haiflosse, Alter. Ich wollte gerade sagen, hä? Hä? Ich, muss die Physik hier nicht verstehen.
Das ist ganz eindeutig eine besondere Art von Stein. Can't carry more, any more ropes, aber ich kann da diese Lurchhaut carryen. Komm mal her, euch. Boing. Den Lurch, dass ich liegen kann, ich eh nicht aufsammeln. Komm mal her, Hase. Boing. So, Hase mitgenommen. Und noch ein Lurch. Es tut mir leid für das Leid. Ich tut mir leid für das Lurchleid. Lurchleid. Hast du es auch, das Lurchleid? Alter, was hier rumliegt, ne, das ist unglaublich. Ich habe dich gehört. Das mit der Angst hält sich allerdings in Grenzen, muss ich gestehen. Lurch! Hast du Angst? Was? Ja, ja. Vor mir brauchst du keine Angst haben, denn ich habe genug Lurch. Ich werde dich verschonen. Die sind aber auch geil gemacht, finde ich. Ich werde dich verlurchen. Boah, überall so Lurchgetiere, die einfach nur gehäutet wurden. Ist schon irgendwie gemein, muss man gestehen, muss ich gestehen. Aber, was ist denn der Sandstrand hier so riesig? Na gut. Wir sind wieder auf dem Weg zu dem alten Sandstrand. Den war ja... Ich habe schon wieder dieses Geblümper gehört. Freund oder Feind? Ich bin ein Freund. Na gut. Was ist denn? Ach so? Sowas gibt's ja auch, wusste ich gar nicht. Attacke! Lauf oder Flauf! Ich bring dich eh nicht um. Ich habe nämlich noch Rehfleisch, glaube ich. Wer hat schon, wenn man das Fleisch auch gekocht mitnehmen könnte. Aber das ist in der momentanen Version. Wisst ihr. Könnte eine Fidschi sein. Das ist der momentanen Version leider noch nicht möglich. Yep, das ist eine Fidschi. Kann ich jetzt nicht sonderlich viel von mitnehmen. Also lasse ich's. Ich habe wieder eingesammelt. Covered in Blood. Wash it off to avoid infection. Da habe ich irgendwas so schnell eingesammelt, dass ich mal lesen konnte, was es ist. Also wenn die Haie unter Wasser genauso aussehen. Sieht schon eklig aus so, wie der hier so rumliegt, aber... Ich guck halt gerade. Ich dachte, was ist das denn? Guckt da ein Riesenbaby raus, dabei war es einfach noch ein Hai. Ja, genau. Ehrlichster Sonnenschein und es donnert. Wie könnte es auch sonst sein? Es fängt an mit Regnen. Ach nee, komm. Na gut, dann halt. Da liegt wieder der Tote, den wir letztens schon gesehen haben. Und da. Leider schwarze. Klingt sehr rassistisch, ist aber leider so. Da ist das Boot, zu dem ich schwimmen wollte. Was mich mein Leben gekostet hat. Da mal eine Flare. Und ich frage mich halt gerade... Ob man die Haie schon vorher erkennt. Oder ob die Schwanzflosse erst hoch... Oder ob die Schwanzflosse erst hochkommt. Wenn es wirklich zu spät ist schon.
Was ja wirklich äußerst unfair wäre, muss ich gestehen. Also das wäre dann... Ich glaube, ich habe die Schwanzmasse vorhin schon vorher gesehen. Ich kann es aber nicht mit Sicherheit sagen, deswegen weiß ich es nicht. Hier war doch irgendwo... Na. So. Na komm her. Hier war doch irgendwo diese andere Axt. Da. Genau die wollte ich haben. Und dafür bin ich aufs Boot geschwommen. Ich glaube, auf dem Boot ist die nicht mal drauf. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, auf dem Boot ist die nicht drauf. Da war ein Snack drin, zum Glück. Die Snacks finde ich ja sehr geil. So, was haben wir hier? Ach, so. Da haben wir Heilmittel drin, auch nicht schlecht. Haben wir hier. Ich dachte, ich erwische die Möwe zufällig noch. Das wäre jetzt natürlich jetzt ein Traum gewesen. Aber nix da. Jetzt sieht man alles komischerweise. Jetzt sieht man meine Tarnung und man sieht meinen Pelz. Ich verstehe es nicht, muss man nicht verstehen. Ich hoffe, da kommt noch ein Update, dass man das irgendwie... Also so sieht es ja geil aus, ne? Muss man mal sagen, so sieht es schon geil aus. Bin mir auch nicht sicher, ob der Pelz jetzt die Tarnung eventuell ein bisschen wegnimmt. Würde ich mir nicht vorstellen können. Obwohl Rehe jetzt nicht unbedingt die auffälligsten Tiere sind, aber... Ja, weiß schon, was in dem Kopf von dem Spiel vorgeht oder von dem Spielemachern, das ist ein Rätsel, das ich nicht lösen kann. So, Moment, dann hier und da. Und da mal hier noch einen. Den machen wir natürlich auch auf. Was ist das denn für ein Baum? Der sieht ja schon seltsam aus. Es soll große Bäume geben, kann sein, dass es einer von denen ist. Ich kann es nicht sagen. Hier hat man halt unsere Base aufgebaut, das weiß ich noch. Hier haben wir dann aber keine Ruhe mehr gefunden. Alles klar, ich dachte gerade, was ist das denn für ein Vieh? Hier hat man jetzt noch Koffer. Ist auch kein Wunder, dass wir keine Ruhe finden. Wenn da eine Fidschi steht, dann kommt die wahrscheinlich hier öfters vorbei. Da ist ein... Da höre ich schon die ersten Freunde der Nacht. Wo ist die Fidschi hin? Muss man nicht verstehen. Ich würde sagen, wir gehen an der Stelle einfach mal zurück nach Hause. Ich würde auch gern den direkten Weg nehmen. Dazu müsste ich mir nur schnell mal ein kleines Campfire nochmal craften. Lalalala. Dann braten wir uns einen Hasen. Hase. 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 Okay. Hallo. Brenne. Der Hase hat einen Schweinsarsch. Also so wie der Schwein normalerweise. Schade. Ich dachte gerade, die bekomme ich noch, aber anscheinend nicht.
Ich glaube, das Impuls ist einfach schnell durchrennen. Oh, Kräuter. Die nehme ich natürlich mit. Eigentlich sollten wir zu einer gewissen Weise eigentlich getarnt sein. Weil wir halt so eine krasse Tarnbekleidung anhaben. Es sei denn natürlich, wir laufen direkt in so ein Vieh rein. Das würde dann wahrscheinlich sich negativ... Okay, das habe ich noch nicht gesehen. Es würde sich wahrscheinlich negativ auf die Tarnung auswirken, wenn man direkt frontal in so einen Typen reinrennt. Kann ich mir vorstellen. Hier ist schon wieder so ein großer Baum. Ich bin mir nicht sicher, ob sie vielleicht mehr Holz geben oder so. Ich bin es aber nicht gewollt, diesen Baum zu fällen. Aus massig Gründen. Einer davon wäre sicherlich, dass ich so weit von zu Hause weg bin, dass ich mich hier... Das war wieder ein Speer. Dass ich mich hier sicherlich nicht rechtzeitig retten könnte. Und da drüben sehe ich schon unsere Behausung. Und da weiß ich zufällig, dass hier noch eine Menge Stuff war, den man einsammeln kann, wenn man sich da ein bisschen Zeit für nimmt. Ich weiß aber auch, dass hier Feinde waren und Bären, die man nicht essen sollte. Ich verzichte jetzt einfach mal darauf, die Bären einzusammeln, weil ich hier, glaube, schnell meine Waffe zücken muss. Da habe ich gerade die Bären mit erwischt. Ist aber nicht schlimm. Ich hätte gern mehr von den gelben Blumen, muss ich gestehen. Ich finde ja auch gerade nichts mehr. Außer Stöcker und... Ich mache einen Abgang. So, lieber schnell und sufte. Kann man eigentlich die Dinger... Ne, kann man nicht. Ich dachte mir, lieber schnell einen Abgang machen, bevor das Ding so senkt. Hm, Menschenfleisch. Das hat sich... Also wir müssen echt eine gute Tarnung haben, dass die halt sogar nicht gerafft hat, wie wir einfach mal hinter denen standen. Nicht schlecht. You can't carry any more ropes. Hat er mit den Ropes gemacht? Hat er es weggeschmissen oder wie? Die spawnen also diese spawnen anscheinend alles neu auf der Insel, immer wieder. Okay, gut. Hier ist ein Busch unter Wasser. Auch das habe ich gehört, ist reichlich intelligent. So, hier hat sich nichts getan, das heißt, wir stellen mal wieder auf. Und wir haben eine Menge Stuff wieder gefunden. Erstmal würde ich wieder drei Lurche aufhängen. Ich glaube, das geht auch nur eine begrenzte Anzahl, ne? Glaube ich zumindest. Also wären die weg, wäre schon scheiße, muss ich gestehen. Das könnte man sich ärgern drüber. Hier könnte man jetzt was einpflanzen. Da wächst auch schon irgendwas. Aber da hatte ich nur... Ich hatte nur den einen, okay. Wir können doch das und das, nee, nicht das und das, sondern das und das zu Energiekraut machen. Genau, dann nochmal das und das. Nochmal das und das. Nochmal das und das.
das und das. Nee, das geht nicht. Aber... Medizin crafted. Ah! Wo ist die hin? Ach ne, so. Okay, so geht das also. Man kann sich Energiemix und Medizin machen, restores health. Can be eaten for increased stamina. Nett. Energy Mix. Medicine crafted. Okay, das ist nett. Das gibt mir der anscheinend auch, aber es bringt mich glaube ich nicht viel. Deswegen nehme ich mal die, pack noch zwei davon dazu, pack hier noch zwei davon dazu und... Dann craften wir uns hier mal ein Lagerfeuer. So, wie sieht's denn jetzt hier aus? Ich guck mal ganz kurz... Ach, okay, fertig. Hier fehlt jetzt noch... Bäh. Hier fehlt jetzt noch was. Und da fehlen noch zwei und da fehlen noch... Also sechs Stück fehlen noch. Okay. Dazu brauchen wir noch ein paar Sticks. Die holen wir uns auch kurz mal. So. Das ist jetzt kein Umweg. So, da haben wir uns noch ein paar Sticks geholt. La 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 la. Natürlich fehlt ein Stick noch. So. Okay. Auch wieder dunkle, die brauchen wir nicht. Okay, okay, okay. Was, wo? Hier. Gut, dann brauchen wir jetzt ja noch sechs Loks, dann wäre das fertig. Dann gucke ich mal kurz. Wieder ein paar Sticks hier mitnehmen. Dann brauchen wir hier noch vier, brauchen wir 10. 15, um die Seite fertig zu kriegen komplett. Dann wäre die Seite komplett fertig. Wäre natürlich sehr nice. Ist aber jetzt auch nicht wenig. 15. Man könnte sich ja eventuell hier wirklich tun. Ich weiß gar nicht, wie spät es gerade ist. Ich guck mal ganz kurz, wie spät es ist. Ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge dann. Es sind schon wieder doch viel recht zwei Stunden, aber so haben wir schon wieder aufgenommen. Ich muss auch noch, wie gesagt, Insider Mine aufnehmen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, meine lieben Freunde. Ich speichere jetzt hier an der Stelle. Ich packe auch mal die Rocks hier rein. Geht das überhaupt noch? Habe ich überhaupt noch Platz für die? Ich glaube, wir haben schon so viele Rocks, dass wir die gar nicht mehr lagern können. Ja, ich glaube, das sieht schlecht aus. Na gut. Ich speichere an der Stelle einfach mal ab. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Nichts drin, nichts drin. Hässliche Bären. Bis denn.